Wir hören ja an verschiedenen Stellen, dass Politikfelder feministisch durchdekliniert werden. Feministische Außenpolitik, feministische Wirtschaftspolitik, Steuerpolitik haben wir letztens gehört. Jetzt haben wir gesehen, dass die Familienministerin Paus den Vaterschaftsurlaub nach Geburt, der ja zu einer besseren auch Verteilung zwischen Vater und Mutter wird, jetzt noch mal schiebt. Der kommt jetzt nicht 2023, wie von der EU gefordert, sondern erst ab 2024. So geht's nicht. Wo ist da eigentlich die feministische Familienpolitik dieser Ampel? Ich sehe sie nicht.